5, 4, 3, 2, 1 und los. Menschen, die in sozialen Berufen tätig sind, erzählen Alltagsgeschichten, die verdeutlichen, wie wichtig und bedeutend für sie ihr Beruf ist. Jugendliche spielen diese Alltagsgeschichten in Szenen vor ihrer gesamten Schule nach und verdeutlichen die Bedeutung der sozialen Berufe. Wir machen eine Berufsberatungsgala. Im wahrsten Sinne des Wortes werden alle Familien, die ganze Schule, die ganze Stadt eingeladen, ein Theaterstück, das der Berufsberatung dient, anzuschauen. Werden vielleicht dadurch Vorurteile abgebaut gegen den Herzwerkerberuf. Ich glaube, die Kampagne sorgt dafür, dass einfach die Leute nachdenken und halt auch die Berufe anders schätzen lernen. In erster Linie geht es bei den Berufsberatungsgalas der Herzwerkerkampagne darum, dass junge Menschen den Wert der sozialen Arbeit erkennen und begreifen. Dadurch, dass die Jugendlichen das ihren eigenen Mitschülern vorführen, hat man eine starke Identifikation zwischen den Schülern, die das spielen, also den sogenannten Sender, und den Empfängern der Botschaft, die Generation, die vielleicht zukünftig in diesen Berufen tätig werden. Die Jugendlichen sind sehr engagiert. Wir wissen alle, wir haben 3,5 Tage Zeit, eine 90-minütige Show auf die Bühne zu bringen. Und zwar eine Show, die wirklich sehenswert ist. Acht Kurzgeschichten haben wir für euch vorbereitet. Das sind keine Hollywood-Stories, wie man sie vielleicht aus dem Kino kennt, sondern ganz einfache Alltagsgeschichten, aber die klar machen, was diese sozialen Berufe ausmacht. Herzwerker. Herzwerker. Weil wir dich brauchen. Weil du es kannst. Herzwerker. Denn jeder neue Tag bringt ein neues Abenteuer. Herzwerker. Sei ein Vorbild. Herzwerker. Irgendwann brauchst auch du Pflege. Herzwerker. Alle haben eine Chance verdient. Deine Berufswahl beeinflusst ganz maßgeblich Zufriedenheit und Erfüllung im Leben. Wenn du gerne mit anderen Menschen arbeitest, wenn du mit Hirn, Hand und Herz dabei bist, dann ist ein sozialer Beruf ideal für dich. Als Herzwerker kannst du deiner täglichen Arbeit einen Sinn geben, den andere Berufe nicht bieten. Und du kannst sicher sein, Herzwerker werden immer gebraucht. Ich würde mich freuen, wenn auch du ein Herzwerker von morgen wärst.